Die beschränkte Körperschaftsteuerpflicht nach § 2 des Körperschaftsteuergesetzes kann in Bachelor-, Master- und Diplomstudiengängen durchaus drankommen. Im Steuerberaterexamen geführt alle 10 Jahre. Im Oktober 2012 kam es, im Oktober 2020 kam es nochmal. Und wenn Sie auch Klausuren zu diesem Thema schon geschrieben haben, schreiben Sie uns das doch gerne einmal in die Kommentare. Ja, und wir legen dann jetzt auch direkt los hier mit Kapitel 2, beschränkte Körperschaftsteuerpflicht nach 2 KStG. Herzlich willkommen zu unserer 12-teiligen Videoreihe zum Thema des Körperschaftsteuerrechts für Studenten und Steuerberateranwärter. Ja, und wir sind schon in Kapitel Nummer 2 angekommen, der beschränkten Körperschaftsteuerpflicht. Das mache ich wiederum nicht alleine, auch diese komplette Videoreihe mache ich zusammen mit Rebecca Meurer. Sie ist Diplom-Finanzwirtin, LLM Unternehmenssteuerrecht, hat das Steuerberaterexamen erfolgreich bestanden und ist Dozentin in Nordkirchen und bildet sozusagen junge Diplom-Finanzwirte dort aus. Was sind nun die Voraussetzungen für § 2? KStG, also ich brauche eine Körperschaft, sonst wäre ich gar nicht im Körperschaftsteuerrecht drin. In der Regel wird man da eine GmbH haben oder eine englische Limited oder eine brasilianische Limited oder eine amerikanische Corporation. Und Geschäftsleitung darf nicht in Deutschland sein und kein Sitz in Deutschland. Warum? Ja, weil wir sonst in der unbeschränkten Steuerpflicht wären. Also wir haben ja in einem vorherigen Video haben wir ja die Tatbestände einmal abgeprüft und haben festgestellt, wir brauchen entweder den Sitz oder die Geschäftsleitung im Inland, damit es zu einer unbeschränkten Steuerpflicht kommt. Jetzt haben wir eine beschränkte Steuerpflicht, dementsprechend darf weder das eine noch das andere vorliegen. Ja, die Rechtsfolgen wären dann, dass ich nur mit meinen inländischen Einkünften steuerpflichtig wäre in Deutschland und dann steht hier jetzt nicht mehr KStG, sondern ESTG. Ja, also hier 49 ESTG findet hier eben auch Anwendung, denn 8.1 KStG ist ja quasi unser Türchen ins Einkommensteuergesetz. Und dadurch findet 49 ESTG auch für beschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaften Anwendung. Ja, dazu markieren sich in § 2 KStG einmal beschränkte Steuerpflicht, beschränkt körperschaftsteuerpflichtig sind Körperschaften, die weder ihre Geschäftsleitung noch ihren Sitz im Inland hat. Womit sind die Steuerpflichtigen? Mit ihren inländischen Einkünften. Das ist § 2 Nummer 1 KStG. Und für diejenigen von Ihnen, die dann ins Steuerberaterexamen gehen, schlagen Sie dann noch einmal § 32 Nummer 2 KStG auf. Dort sind besondere Einkünfte, die eben eine ausländische Kapitalgesellschaft in Deutschland hat. Also zum Beispiel eine brasilianische Limited, die Dividenden aus Deutschland bekommt, ja, die unterliegen dann der Abgeltungssteuer und solche Abgeltungssätze, die können dann abgeltende Wirkung haben, wiederum mit ein paar Besonderheiten. Deswegen kommt das bei einer beschränkten Steuerpflicht häufig mit dran, hat aber für Bachelor, Master und Diplomstudiengänge keine Relevanz, für Steuerberaterexamen hingegen schon. Jetzt haben wir natürlich alles, was auch aus dem Ausland passiert, haben wir sicherlich die Problematik, dass wir auch erkennen müssen, naja, wenn wir im deutschen Finanzamt sitzen, was ist das eigentlich für eine Gesellschaftsform? Ist das eine Kapitalgesellschaft oder ist das eigentlich eine Personengesellschaft? So, dann gibt es ganz typische Gesellschaften, die können wir auch relativ schnell klassifizieren, zum Beispiel die NV oder die Limited oder die Saal. Das sind typische Kapitalgesellschaften. Bei Personengesellschaften ist es typischerweise die LP. Es gibt aber auch noch weitere Rechtsformen, wo man dann im Finanzamt sitzt und sich erstmal überlegen muss, ist das tatsächlich nach deutschem Verständnis eine Kapitalgesellschaft oder eine Personengesellschaft? Und das nennen wir dann den Rechtstypenvergleich. Das heißt, in dem Moment wird dann quasi erstmal geguckt, ist es eine Kapitalgesellschaft oder eine Personengesellschaft. Genau. Ein paar Folien weiter, auf Folie Nummer 18, habe ich Ihnen mal die Examensklausur aus dem Oktober 2013 mitgebracht. Da sehen Sie die InvestDeutschland LTDA, ist also eine Limited, handelt sich um eine brasilianische Rechtsgesellschaft, oder Rechtsform mit Geschäfts- und Sitz in Rio de Janeiro, also Brasilien. Hier steht das alles drin, das war so der Einleitungssatz. Und da mussten Sie Fußgängerpunkte sammeln und sagen, ist die jetzt unbeschränkt oder beschränkt steuerpflichtig und sowas wird dann im Steuerberaterexamen durchaus ausgepunktet. Und das war's zu Kapitel Nummer 2 und dann können wir danach jetzt auch schon direkt verdeckte Gewinnausschüttung besprechen. Das kommt in jeder, wirklich in jeder Klausur vor. Das ist so eins der Herzstücke, der klassische Anwendungsfall für Klausuren im Bachelor, Master, Diplom und Steuerberaterexamen. Sobald das Video online ist, verlinken wir Ihnen das einmal hier.